Hallo ihr Lieben und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Anna. Ich werde heute ein Video über Anatomie-Lernen filmen. Bei mir war vor allem das dritte Semester mein Anatomie-Semester. Ich bin gerade im fünften Semester und ja, damit ist das Ganze ein Jahr her. Im vierten Semester habe ich auch noch Anatomie gelernt, aber das war vor allem Anatomie vom Kopf und Neuroanatomie. Also so der Großteil der Anatomie, was eben Knochen, Muskeln, Gelenke und so angeht, aber eben auch der Situs, die Organe. All das ist ungefähr ein Jahr her. Ich bekomme häufiger mal Nachrichten, ob ich irgendwelche Tipps habe, eben für das Anatomie-Lernen oder wie ich da generell vorgegangen bin, weil ich in meinen Videos von vor einem Jahr schon immer mal wieder erwähnt habe, wie ich das mache. Eben vor allem mit Anki, ein Programm, das ich für mein komplettes Lernen, egal in welchem Fach oder in welchem Bereich, verwende. Aber ich dachte, ich gehe heute mal genauer auf die Methode ein, die ich verwendet habe, und einfach auf Ressourcen oder Dinge, die mir geholfen haben. Natürlich kann man auf ganz verschiedene Arten und Weisen ans Anatomielernen drangehen und ich kann lediglich über meine Erfahrungen sprechen, aber kenne einige Leute, die das ähnlich gehandhabt haben und für die das gut geklappt hat. Und vielleicht ist ja in diesem Video auch für dich was Hilfreiches mit dabei. Ich hoffe, und dann würde ich sagen, starten wir einfach direkt mal mit dem Video und viel Spaß. Es gibt einfach unheimlich viele Anatomie-Ressourcen. Und bevor ich mit dem Lernen angefangen hatte, vor meinem dritten Semester, da kam mir das irgendwie sehr überwältigend vor. Ich hatte diese riesigen Atlanten, die habe ich von meinem Bruder geerbt, der schon fertig ist mit dem Studium, und dachte so, damn, wie soll ich mir all diesen Stoff je merken? Weil ich dachte, ich müsste jede Seite im Atlas durchgehen, jede Seite in so Anatomiebüchern lesen oder Neuroanatomiebüchern lesen, um eben Anatomie lernen zu können. Im Endeffekt lag ich damit sehr falsch, oder auf jeden Fall war das nicht die Methode, mit der ich im Endeffekt effektiv gelernt habe. Meiner Erfahrung nach braucht man eigentlich nur eine Ressource mit den Infos, mit Erklärungen, mit ja, Beschreibungen der Anatomie, die man lernen möchte, und eben mit entsprechenden Abbildungen. Und dann braucht man eine Methode oder Ressource, ein Programm für das Lernen, aktive Abfragen und kontinuierliche Wiederholen der Strukturen oder des Gelernten. Ich persönlich hatte das Gefühl, dass Anatomielernen vor allem sehr viel Wiederholung benötigt. Denn indem ich mir die Strukturen, vor allem die lateinischen Namen, einmal angucke oder eben nur einmal auswendig lerne, merke ich mir die nicht langfristig und schon gar nicht für mein ganzes Leben. Daher war es mir wichtig, dass ich eine Methode finde, mit der ich eben nachhaltig lerne und langfristig davon profitiere. Da kommt Anki ins Spiel. Anki, wenn ihr das noch nicht kennt, ist eine Karteikarten-App oder ein Karteikartenprogramm. Ich verwende das eigentlich nur auf dem Desktop, auf dem Mac, und für Laptops gibt es das Programm eben kostenlos, und für iPhone, iPad kostet das was, aber das würde ich auch gar nicht empfehlen, weil man neue Karten eben nur auf dem Laptop erstellen kann. Anki ist ein Programm für Karteikarten und basiert auf einem Algorithmus, also man erstellt Karteikarten. Man kann natürlich auch bestimmte Karten online runterladen, aber ich erstelle all meine Karten selber. Naja, und auf jeden Fall fragt man sich die Karten ab und klickt dann an, wie leicht oder schwer die Karte für einen war. Und je nachdem, ob die Karte leicht, mittel oder schwer war, wird man schon am nächsten Tag oder nach ein paar Tagen oder irgendwann dann in ein paar Wochen oder Monaten wieder abgefragt. Durch die kontinuierliche Wiederholung geht man quasi gegen die ja, Vergessenskurve an, also weil irgendwann, wenn wir Dinge nicht wiederholen, vergessen wir sie natürlich immer mehr und mehr, und durch das Wiederholen müssen wir sie wieder reaktivieren und die Konzepte, das Gelernte, bleiben dann langfristig ja, eher im Gedächtnis, vor allem wenn wir das sehr kontinuierlich und langfristig tun. Ich habe also Anatomie-Lernkarten auf Anki erstellt. Wie ich das genau gemacht habe, werde ich gleich mit euch durchgehen und auch Karten mit euch erstellen, damit ihr einen Überblick darüber bekommt, wie das Ganze halt aussehen könnte. Aber der wichtige Punkt ist, denke ich, ich habe wirklich jeden Tag alle anstehenden Karten gelernt und abgefragt und wiederholt und habe das ganze Semester über gemacht. Also ich hatte am Anfang vom Semester angefangen mit dem Bewegungsapparat, mit Knochen, Sehnen, Bändern, Muskeln, Gelenken, all dem. Und auch diese ganzen Sachen, die ich am Anfang vom Semester gelernt habe, habe ich immer noch über Anki wiederholt, auch eben als ich dann
an neuen Sachen in der Anatomie, Organe gelernt habe oder Ligamente im Bauch. Ich habe trotzdem über Anki kontinuierlich über die Monate im Semester eben nicht nur die neuen Inhalte gelernt, die dann in dem entsprechenden Modul anstanden, sondern vom ganzen Semester die gesamte Anatomie immer wiederholt. Und das bedeutet bei Anki eben nicht, dass man jeden Tag alles wiederholt. Das wäre ja undenkbar und unrealistisch, sondern der Algorithmus regelt, dass man dann ja eine bestimmte Anzahl an Karten pro Tag hat und man dann bestimmte Gebiete oder bestimmte Themen einfach nur an einem bestimmten Tag wiederholt und am nächsten Tag kommen dann wiederum andere Karten. Für mich war das wichtig, dass ich eben so vorgehe, aus mehreren Gründen. Der erste wäre, dass eben unsere Prüfungen immer am Ende des Semesters sind und nicht im Semester. Und wenn ich halt nur im entsprechenden Modul die Inhalte gelernt hätte, hätte ich vielleicht 4 Monate später nicht mehr so viel darüber wissen können, hätte ich das eben nicht mit Anki wiederholt. Andererseits natürlich auch, weil ich Anatomie irgendwie langfristig behalten möchte. Klar, ich werde mir nicht für immer jeden einzelnen Mini-Knochenvorsprung merken oder so. Oder einfach so kleine Strukturen, die man eigentlich nicht im Klinikalltag braucht oder so in der Anwendung braucht. Aber ich möchte schon für immer ein gutes Verständnis von der Anatomie des Menschen behalten. Und auch dafür war es mir wichtig oder war es notwendig, dass ich eben langfristig die Inhalte wiederhole, weil mir das sonst einfach nicht möglich wäre. Okay, wie habe ich denn Anatomie-Karteikarten erstellt? Das ist immer eine Kombi gewesen aus Faktenkarten und Image Occlusion. Was bedeutet das? Faktenkarten bedeutet, ich habe auf der Vorderseite eine Frage an mich gestellt und dann auf der Rückseite, also es könnte sein wie der Verlauf von einem bestimmten Nerven oder so, auf der Rückseite stand dann der Verlauf des Nerven und das habe ich dann so auswendig gelernt, mich abgefragt und so wiederholt. Image Occlusion ist ein Add-on, das muss man sich runterladen. Das hat man nicht von Anfang an bei Anki, dafür gibt man einfach bei Google ein Image Occlusion Enhanced, lädt sich das Add-on runter und dann ist das eben eine Möglichkeit, mit der man Bilder bearbeiten kann. Man kann die einfach bei Anki öffnen und dann bestimmte Felder abdecken, sodass die bei der Abfrage der Karteikarte eben bedeckt sind und dann, wenn man auf die Lösung klickt, werden die geöffnet und so kann man sich einfach Strukturen abfragen, die man halt erkennen möchte. Man kann entweder immer nur eine Struktur auf einmal abfragen oder eben mit einem bestimmten Command auf der Tastatur ein paar Abdeckungen gruppieren, also in eine Gruppe packen und dann werden diese entsprechenden Abdeckungen immer gemeinsam aufgedeckt oder gemeinsam halt abgefragt und dann so Step by Step die Namen von den verschiedenen Strukturen lernen und mich dann eben regelmäßig mit Anki weiter abfragen. Wichtig wäre vielleicht für die ganzen Muskeln, habe ich auch einerseits Faktenkarten und Image Occlusion Karten verwendet. Image Occlusion ist, glaube ich, relativ selbsterklärend. Da hatte ich einfach Abbildungen von bestimmten Körperregionen und den entsprechenden Muskeln in dem Gebiet, habe die abgedeckt und dann einfach die Namen gelernt. Jetzt ist aber ja auch das Ding, dass man bei Muskeln eben nicht nur die Namen lernen muss, sondern auch wo die anfangen, wo die aufhören, durch welchen Nerv die innerviert werden, also quasi durch welchen Nerv die gesteuert werden und dann eben welche Aufgaben die erfüllen. Dann hatte ich eben pro Muskel eine Faktenkarte, habe auf der Vorderseite einfach nur den Muskelnamen hingeschrieben und auf der Rückseite eben diese 4 Punkte, Ursprung, Ansatz, Innervation und Funktion des Muskels abgefragt. Und auch da lege ich mal ein Beispiel drüber, über den Musculus Biceps Brachii. Und damit würde ich dann eben diese 4 Punkte lernen. Der fängt an beim Tuberculum supraglenoidale und beim Prozessus coracoideus. Dann inseriert der am Tuberositas radii. Der wird innerviert vom Nervus musculocutaneus und hat eben die Aufgabe der Flexion. Ich glaube, das kennt man von den Bizeps Curls und der Supination. Und so habe ich dann wirklich für jeden Muskel im Körper so eine Karte erstellt und dann immer in Gruppen gelernt. Ich habe dann immer an einem Tag alle Karten vom Arm gelernt oder sage ich mal vom Rücken oder die Oberschenkelmuskulatur, Unterschenkelmuskulatur und so weiter, habe ich dann eben nicht irgendwie wirr quer durcheinander, sondern immer gruppiert eine Gruppe an einem Tag gelernt. Dann aber langfristig eben alle Muskeln immer wieder abgefragt und wiederholt, wenn sie halt über den Algorithmus von Anki wieder vorkamen. Und für Leitungsbahnen wie Arterien, Venen, Nerven hatte ich auch eine Faktenkarte über den Verlauf von einem bestimmten Nerven oder
so. Und dann eben Image Occlusion, einfach Abbildungen, in denen ich die Nerven, Arterien, Venen erkennen musste. Auch bei Bauchorganen bin ich da ähnlich vorgegangen und bei Neuroanatomie eigentlich auch nicht viel anders. An der Stelle will ich noch erwähnen, natürlich kann man sich das Ganze leichter machen, indem man einfach direkt eine Tabelle kopiert, in der eben die ganzen Infos über, sagen wir mal, einen Muskel stehen und dann einfach mit Image Occlusion die Infos abdeckt und sich damit abfragt. Also ihr könnt es euch auch einfacher machen und müsst nicht alles selber irgendwie eintippen oder kopieren und die Karten erstellen. Aber so bin ich persönlich vorgegangen, weil ich dadurch einfach eine gute Übersicht über die ganzen Muskelgruppen bekommen habe. Passt das natürlich gerne daran an, wie ihr das machen wollt. So, und dann hatte ich ja schon am Anfang gesagt, neben einer Plattform, mit der man lernt und wiederholt, braucht man natürlich auch eine Plattform, von der die ganzen Infos und Erklärungen stammen, von der man überhaupt ausgehen kann. Also früher wären das sicherlich vor allem die ganzen Atlanten gewesen. Und wenn ihr Bock darauf habt, könnt ihr natürlich immer noch auf jeden Fall auch mit Atlanten lernen. Ich persönlich und viele meiner KommilitonInnen haben so einen großen Atlas eigentlich so gut wie gar nicht verwendet, vielleicht nur selten mal reingeguckt. An dieser Stelle möchte ich KenHub vorstellen, eine Online-Anatomie-Plattform, mit der man hervorragend Anatomie lernen kann. KenHub sponsert auch dieses Video, was mich unheimlich freut, weil das eine wahnsinnig coole, sinnvolle und auch irgendwie spaßige Methode und Plattform ist, mit der man Anatomie lernen kann. Auf KenHub gibt es bestimmte Study Units, das sind immer bestimmte Körperbereiche, die man auswählen kann und dann kann man sehr strukturiert Knochen, Muskeln, Leitungsbahnen oder eben im Bauch Organe oder im Brustkorb Organe und so weiter lernen. Man hat dann immer eine Seite, also einen Artikel über ein bestimmtes Thema mit Erklärungen, mit super hochqualitativen Abbildungen, mit denen man sich das Ganze veranschaulichen kann, mit einem Erklärvideo. Vom Erklärvideo bin ich ein totaler Fan, weil man dadurch auch einfach nochmal wirklich unterrichtet bekommt, wie die Sachen liegen, was sie machen, wofür sie da sind. Und dann hat KenHub eben noch Quizze. Nach jedem Kapitel kann man eben auch ein Quiz machen und überprüfen, ob man die Inhalte verstanden hat, ob man sie verinnerlicht hat. Man kann auch individuell selber Quizze erstellen. Also es gibt die quasi vorgegebenen über ein bestimmtes Kapitel. Man kann aber auch selber ein Quiz erstellen, indem man sagt, man will über das, das und das Thema abgefragt werden, weil man da vielleicht die größten Lücken hat oder so. Oder auch einfach gucken möchte, wie gut man da steht. Also auf jeden Fall auch eine sehr sinnvolle Möglichkeit der Selbstüberprüfung. Auf der Plattform gibt es sehr viele Ressourcen kostenlos, also auch ohne Abo. Es gibt aber eben auch eine Premium-Version für noch mehr Erklärvideos und Quizze und ja, mehr und bessere Lernmaterialien. Die Seite wird kontinuierlich geupdatet und ergänzt und es gibt eine 7-Tage Geld-Zurück-Garantie. Ich habe einen Code, mit dem bekommt ihr 10% Rabatt auf alles bei KenHub, auf KenHub. Schaut gern vorbei, ich verlinke die unten. Und dann möchte ich jetzt noch auf ein paar weitere Empfehlungen eingehen. Oder ja, so kleine Tools, die man noch verwenden könnte. Ich habe noch 4 Punkte, über die ich reden möchte, 4 kleine Punkte. Das erste wäre der PrEP-Kurs. Ich weiß nicht, ob alle Unis oder Fakultäten den PrEP-Kurs noch haben. Ich glaube nicht. Aber wenn ihr einen PrEP-Kurs habt, dann versucht einfach alles mitzunehmen, was ihr irgendwie könnt. Ich habe das Gefühl, ich habe über den PrEP-Kurs nochmal unheimlich viel gelernt. Wenn euch der Begriff neu ist, das ist eben ein Kurs, in dem man Körperspender, also echte Menschen, präparieren darf. Das sind Menschen, die vor ihrem Tod eben ihren Körper der Wissenschaft und Lehre gespendet haben und sich aktiv dafür entschieden haben. Das ist ein unheimlich großes Privileg, dass wir an echten Menschen entsprechend lernen dürfen. Und klar, am Anfang ist das super befremdlich und merkwürdig, aber ich war überrascht, dass man sich doch sehr schnell daran gewöhnt. Und dann ist das einfach eine wahnsinnige Lernmöglichkeit, die ganzen gelernten Strukturen wirklich am menschlichen Körper, am echten Körper anwenden und sehen zu können und hat mir geholfen bei der Vorstellung davon, wie Dinge liegen, wie Dinge voneinander getrennt werden, über Bindegewebe, Faszien und so weiter. Das hätte ich mir ohne den PrEP-Kurs bei weitem nicht so gut vorstellen können. Daher nehmt einfach so viel, wie ihr könnt mit, stellt Fragen, beteiligt euch und nutzt einfach das Riesenprivileg,
das wir da haben. Eine andere Sache, ich habe die persönlich tatsächlich so gut wie gar nicht verwendet, aber viele Leute verwenden gerade unterwegs, irgendwie in der Bahn oder so, so Lernkarten von Prometheus oder Sobota gibt es die. Da hat man dann eben nochmal, ich hole mal ein Beispiel raus, bestimmte Muskelgruppen und so, hinten die Lösung und kann sich damit eben abfragen. Teilweise sind das einfach so Erkennkarten, teilweise auch Karten, auf denen man dann eben über genaue Infos und so abgefragt wird. Dafür hat man dann so Tabellen hier. Dadurch, dass ich halt mit Anki alles gelernt habe, waren die für mich ein bisschen überflüssig, weil ich halt eh meine Karteikarten digital hatte, die ich jeden Tag abgefragt habe. Aber wenn ihr euch gegen Anki entscheiden solltet oder auch einfach unabhängig davon nochmal ja, gruppiert bestimmte Körperregionen durchgehen und abfragen wollt, dann sind solche Karten eine sehr coole Sache und auf jeden Fall praktisch, weil man die so abgepackt mitnehmen kann. Der dritte Punkt wäre Complete Anatomy. Das ist ein Programm für den Laptop oder Computer. Ich weiß nicht, ich glaube vielleicht auch auf dem iPad oder so, aber da müsste ich nochmal nachgucken. Und da kann man sich den ganzen Körper dreidimensional angucken und kann eben auch bestimmte Gewebe, sagen wir mal Muskulatur, entfernen von der Abbildung, sodass man dann den Körper einfach nur mit den Leitungsbahnen und den Knochen sieht. Oder man entfernt halt die Arterien, sodass man sich nur die Venen angucken kann. Oder auf jeden Fall, wenn man entweder keinen Prep-Kurs hat oder auch generell einfach mehr noch eine Vorstellung davon braucht, wie Strukturen dreidimensional aussehen und in welchen Verhältnissen die stehen, dann ist Complete Anatomy echt eine richtig krasse App oder ein richtig krasses Programm, mit dem man sich das vor Augen führen kann. Und der letzte Punkt klingt vielleicht erstmal ein bisschen lustig, aber ich meine es wirklich ernst. Wenn ihr gerne Sport macht und gerade Muskeln lernt, dann denkt so beim Sport vielleicht mal darüber nach, welche Muskeln ihr gerade verwendet, welche Aufgaben die erfüllen, inwiefern ihr das gelernte Anatomiewissen dann auf euren Körper und den Sport anwenden könnt. Für mich war das unheimlich motivierend, weil ich ja sehr gerne Sport mache, sowohl Krafttraining als auch Ausdauertraining. Aber gerade beim Krafttraining habe ich oft drüber nachgedacht, okay, welche Muskeln bewegen sich gerade, was machen diese Muskeln gerade? Das hat mir A geholfen beim Verständnis der eigentlichen Aufgaben und B, weil ich dadurch einfach einen direkten Sinn in dem Lernen sehen konnte, weil ich eine direkte Anwendung auf etwas hatte, was ich jeden Tag und super gerne mache. Ja, ich glaube, das war's mit all meinen Anatomie-Hacks. So habe ich Anatomie gelernt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert gerne meinen Kanal, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ich hoffe, es war hilfreich. Schaut gerne bei KenHub vorbei als mega coole Anatomie-Ressource. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich filme vor allem Vlogs aus dem Uni-Alltag, also so Uni, Sport, Ernährung sind meine Hauptthemen. Wir sehen uns nächste Woche in einem Vlog wieder. Danke fürs Einschalten. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Viel Erfolg beim Anatomie-Lernen und